Theorie hat Newton vor mehreren hundert Jahren herausgefunden, dass sich zwei massive Körper anziehen, und zwar mit einer Kraft, die umgekehrt proportional zum Quadrat ihres Abstandes ist. Newton hatte keinerlei raffinierte Messinstrumente zur Verfügung. Newton benutzte seine berühmte Gleichung, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, salopp gesprochen, sowie die Erkenntnisse von Kepler, dass sich ein Planet auf einer Ellipsenbahn um die Sonne bewegt, mit der Sonne in einem Brennpunkt dieser Ellipse, und nur mit diesen beiden bekannten Gleichungen konnte er dieses Gesetz herausfinden. Man sieht, man kann Dinge erklären, wenn man bekannte andere Dinge miteinander kombiniert.